Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, willkommen jetzt in der ersten Folge als neues Hauptprojekt. Ja, Leute, immer Dienstags und Donnerstags Empire Earth für eine halbe Stunde. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne? Und genau, wir hatten jetzt unsere Armee gesammelt. So, wir wollten ja den finalen Schlag hier oben gegen die Trojaner machen, genau, Leute. Da würde ich mal sagen. Kommen hier schon unsere Transporter. Sehr, sehr cool. Und wir haben aber noch kein Bevölkerungslimit. Das heißt, wir könnten eigentlich noch ein bisschen was bauen, ne? Kriegsschiffe. Kupferzeit, kann man aufsteigen? Kann man nicht. Gut, da würde ich mal sagen, Leute. Was denn? Warum denn? Gold. Ja, wir haben ja kein Gold. Ja, gut, dann ist das schade. Wir können unsere Armeen verbessern, ne? Können wir nicht. Verdammte. Nahrungsmittel Eisen. Wir haben keine Eisen, Leute. Und ja, wie gesagt, also wir sind jetzt wieder hier angekommen. In der dritten Mission der Griechen. Und, ja. Würde ich mal sagen, bleibt jetzt eigentlich nicht mehr viel übrig. Wir waren ja beim letzten Mal hier schon bei den drei Königen hier, ne? Und die müssen alle überleben, die Könige. Die wollen allerdings, dass wir die Tempel sauber lassen. Beziehungsweise stehen lassen. Da würde ich mal sagen, ja, machen wir das doch mal direkt. Und ja, hier sind noch mehr Kriegsschiffe, Leute. Gut, dann sind die Kriegsschiffe mal Team 2. Alles klar, Leute. Dann bereiten wir uns mal vor hier auf unseren geilen Angriff. Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Nur, dass halt meine Festplatte bald voll ist. Deshalb ist das gerade ein bisschen laggy, glaube ich. Aber ja, dann würde ich mal sagen, diese Armee hier ist Team 1 und die können alle mal hier rein. Los, setzt die Segel. Alles klar. Ei, ei, Captain. Piraterie hier. So. Gut. Ich werde die alle hier in die Odysseus-Transporter laden, weil die sind, glaube ich, ein bisschen schneller als die Kupferzeit-Schiffchen da. So. Alles klar. Gut, das ist dann Team 3. Sehr gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, Team 2, los. Oh, direkt zu dieser geilen Mucke hier, wirklich. Ich liebe diesen Soundtrack. So schön marschieren hier. Richtig gut. Also wir sind in der Schlacht von Troja und wollen hier die Trojaner platt machen. Genau. Allerdings hoffe ich mal, dass die uns gleich nicht angreifen kommen. Och, Spiel, was ist denn hier los? Mensch, Mensch, Mensch. Oh, da sind sie schon. Schaut mal, da sind sie schon hier. Die Trojaner. Ja, ja, Leute. Komm, schieß schon drauf, bevor wir ein Schiff hier verlieren. Und zack. Sehr, sehr gut. Und weg damit, Seeschlacht. Und zack. Der hat mal einen von uns mitgenommen. Nee, nee, nee. So, weg damit. Macht ihr alle kaputt? Los. Die ganzen Kriegsschiffe hier, los. Weg damit. Krieg mega geil gemacht, ne? Richtig schön, schön realistisch auch mit der Seeschlacht von Troja. Und, ja. Schön ranzoomen. Ach, meine Güte, Leute. Ich nehme es an einem Sonntagabend auf tatsächlich, direkt nach Spore. Alle Mann an Deck. Und ja, Spore habe ich gerade eben schon anderthalb Stunden aufgenommen. Jetzt kommt noch eine halbe Stunde Empire Earth. Weil ich leider Gottes nicht genug Festplattenplatz habe mehr. Weil ich die Aufnahme doch ganz gerne in ja, 720p haben möchte. Und ja, deshalb ja, lohnt sich das Ganze nicht so wirklich. Beziehungsweise kriege ich nicht hin, mehr aufzunehmen gleichzeitig. Aber, Leute, kein Problem, ihr kriegt trotzdem eure Folgen. So, Klimov. Ein Skispringer im Übrigen, aber okay. Gut, alles klar, dann. Hot, genau. Ihr kommt schön hinterher, ne? Ihr seid ja ein bisschen flotter als die Kriegsschiffe. Ja, und zwar deutlich, Leute. Gut. Also bis jetzt ist das kein Problem. Oh, das ist hinterhältig. Was soll das denn? Das ist ja mega mies.
Gut, Transporter. Geht mal hier hin. Team 2, mach den Blödmann kaputt da. Los. Mach den Blödmann kaputt hier. Das war mega hinterhältig, ja. Kam der einfach von hinten auf meine schönen Transportschiffe hier? Nee, 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 nee. Sowas geht ja mal gar nicht, Leute. So, dann fahrt ihr mal ein bisschen weiter nach vorne. Bevor ihr da Probleme kriegt. Ach Mensch, diese Lecks, die nerven. Aber es liegt echt daran, dass ich schon 2,5 Stunden aufnehme. Deshalb, ja. So, da sind noch... Och, du Heilige! 5 Stück. Ach du Heilige, okay. Ja gut. Das ist aber, glaube ich, die letzte Vorhut hier von denen, ne? Oder? So, dann macht die noch mal kaputt hier. Es kann ja nicht sein, dass die so viele Schiffe haben hier. Mach den kaputt da los. So, und den dann noch kaputt machen. Und den dann noch. So, Leute. Krasse Seeschlacht hier, ja? Aber gut, es geht hier halt um Griechenland. Das ist, ja... Das ist normal so. Alles klar, Leute, wir sind da. Wir sind an der Küste angekommen. Ja. An dieser Küste vor der sagenhaften Stadt Troja werden sich die Griechen vor dem Kampf sammeln. Alle Könige müssen sich hier nach der Landung treffen. So sieht's aus, Leute. Alle Könige, bitte raus hier. Los. D. Alle raus hier. So. Alle raus. Hüpft mal an Land hier. Endlich. Oh ja. Die funkelnden Türme Trojas. Unser Lager muss weit genug von diesen tödlichen Türmen entfernt sein. Setzt Segel. Gut. Ja, Leute. Hier muss unser Lager. Unser Lager? Oh nein. Muss ich etwa Bürger mitnehmen? Ja gut, okay, dann. Dann, Leute, würde ich mal sagen. Dann nimm mal ein paar Bürger mit. Ja. Habe ich nicht gewusst. Gut, dann müssen wir da ein Lager aufbauen. Aber wie denn? Wir haben noch keinen. Gut, dann. Wisst ihr was? Dann machen wir die Spielgeschwindigkeit hoch hier. Ja, die ist aber schon... Okay, alles klar, Leute. Ich muss Bürger nachholen. Alles klar. Was ist das hier? Das ist so eine Ruine, ne? Runen von Troas, Leute. Ruinen von Troas. Sehr interessant. Gut. Och, die sind sogar schneller als die anderen. Esto, ja. Das finde ich krass. Okay, Leute. Wir sollen hier ein Lager aufbauen. Moment, wo stehen die Tipps? Hier oben stehen die Tipps, ne? Greifen Sie mit Troja an. Wir nehmen nun seiner neuen Armee an. Okay, wir sollen einfach nur angreifen, theoretisch, aber die haben was von einem Lager gesprochen. Deshalb nehme ich mal noch 3 Bürger mit. Und ja, die tuckern jetzt so hoch. Und währenddessen kann ich doch eigentlich schon mal hier die Könige aussortieren. Ne? Ishtar spricht, genau, Leute. Das ist ein normaler Prophet, okay. Menelaos. Wen haben wir hier noch? Könige, Leute, ich brauche die Könige. Genau, Achill. Genau, verfügt über mich. Pff. Oh Mann, wen haben wir hier noch? Hier ist da noch einer. Da, Odysseus, Leute, genau. Gruppe 4. Die Könige sind Gruppe 4. Alles klar. Ihr trennt euch mal. Ah, hier noch der. Hier, Agamemnon, der Wichtige, der Wichtigste. Alles klar. Gut, da hinten stehen die Türme und ihr seht... Verdammt befestigt. Verdammt nochmal befestigt, Leute. Alles klar, meine Bürger sind da. Sehr gut. Dann entladet ihr mal hier. Dann würde ich sagen, baue ich hier meine Kaserne auf. Einfach mal so, weil wir es können. Gut. Leute, wenn die Kaserne fertig ist, gehe ich mal mit einem kleinen Stoßtrupp mal nach vorne. Weil ich glaube, hier in dieser Mission... Können wir die Schiffe benutzen? Können wir die Schiffe mit einsetzen, Leute? Ganz geschickt. Ja. Ziehen wir die Bürger ab. Und dann gehen wir mit einem Streitwagen nach vorne, um die Gegner mal hier hinzulocken. Genau da, Leute. Ja, aber das ist jetzt allerdings nur ein Bogenschütze. Das ist jetzt nicht so wild. Nö, das ist nicht so wild. Noch nicht, Leute. Alles klar, ja, vielleicht schaffen wir in dieser Folge sogar diese Mission. Müssen wir mal gucken. So, was gibt's denn hier? Boah, schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an!
Lock den hier ans Meer. Los. Gut, Leute. Team 1 und Team 3. Team 2 kann man mithelfen hier. Los. Genau, Leute. Geht mal zurück. Lass mal die Schiffe mithelfen hier. So, zack. Sehr, sehr gut. Und die Könige, bitte nicht mithelfen. Nein, nein, die müssen ja überleben. Die Könige, ne? Genau, Leute. Die Schlacht von Troja. Sehr schön. Die haben wir schon mal erledigt. Das ruckelt manchmal so blöd, aber das ist okay. So, weiter geht's hier. Troja, los. Kaputt machen. Seht ihr das? Die haben schon weiterentwickelte Schwertkämpfer. So, weiter geht's hier, los. Heuiuiui. Das ist ja schon einiges jetzt, ne? Okay. So gut, Leute, dann kommt mal hier raus. Das sind nämlich sehr viele. Das sind nämlich so viele. Lass mal die Schiffe mithelfen hier. So, Schiffe. Ihr helft mal bitte mit hier, los. Ja, doch. Nein, die Könige nicht da. Die Könige. Mein Gott, die Könige, ey. Ihr seid so blöd. Wirklich. So, Leute, macht die kaputt. So, haben wir es jetzt? Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass das nicht mehr so viele sind hier. Ach du Heilige! Wie viele sind denn das? Boah, das ist ja schon echt mega heftig hier. Gut, Leute. Geht mal in den Feuerschutz hier von den Schiffen. Lass die mal mithelfen hier. Los, so. Zack. Mach die kaputt hier. Schlacht von Troja, Leute. Richtig geil. So. Boah. Ach du. Schaut mal da. Die haben Ballisten oder Steinschleudern. Genau, Leute. Boah, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Ach du Heilige. Ja gut, okay, dann. Alle nacheinander kaputt machen. Das sind schon wirklich einige. Das sind schon wirklich viele, ja. Gut. Könige. Dann hält. Och. Och du Heilige, das schaffe ich glaube ich nicht. Nee, das sind zu viele, Leute. Das sind zu viele. So, dann. Oh, mach die bitte kaputt. Verdammte Hacke, wirklich. So, der Prophet. Wo ist der Prophet? Hier unten ist der Prophet. Mach du mal bitte hier Malaria. Du hast hier Malaria, ne? Genau, Malaria, Leute. Mach mal hier Malaria, los. Und ihr geht mal bitte zurück. Ach du Heilige. Prophet, Malaria. So, los. Ach du Heilige. Und hier... Ach du Heilige. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Das sind schlicht und ergreifend zu viele. Och Mensch. Das ist aber knapp bemessen hier, muss ich sagen, ja. Oh, der Menelaos, der ist bald kaputt. Der Menelaos. Um Gottes Willen. Ach, Könige, ey. Mensch, 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 Mensch. Gibt's hier noch mehr von euch, oder was? Gibt's hier noch... Ach du... Hier gibt's noch mehr. Oh mein Gott. Was ist das für eine Schlacht? Leute, was ist das für eine Schlacht? Was ist das für eine Schlacht, sagt mal. Hier ist der Schlachtruf, so. Oh Mann, Leute, das wird knapp. Da sind noch mehr. Och, du Heilige, da sind noch mehr. Wie soll ich das denn machen? Das geht nicht. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr und der stirbt gleich. Oh Mann, Leute, wirklich? Das ist doch nicht euer Ernst. Natürlich voll auf den scheiß König hier, ne? Dann lauf mal ein bisschen rum. Ach du Heilige, das sind so viele. Oh Mann, Leute. Gibt's hier noch mehr? Gibt's hier noch mehr oder war es das jetzt bald mal? Da sind noch mehr. Ach du Heilige. Da sind noch mehr. Wie viele sind denn das? Ach du Heilige. So, lass die Schiffe mal mithelfen. Los. Ach du Scheiße, Leute. Nein, Könige, raus da. So, los. Jetzt könnt ihr mitmachen. Los. So, haben wir es bald mal. Das ist ja richtig krass hier. Kommen da immer mehr, oder was?
Da sind noch mehr. Ach du Heilige. Da sind noch mehr. Oh Mann. Das kann vielleicht böse enden. Das kann jetzt böse enden. Schaut euch das mal an, wie viele die haben. Ich brauche echt die Schiffe hier, ne? Nein. Geh da aber raus. Agamemnon, geh da raus. Los. Wir haben es wieder überlebt. Meine Güte, wie viel haben die denn da noch? Das war's. Das war's fast. Mehr haben wir nicht. Okay, ja dann. Könige, kommt mal her. Oh, wir haben nicht mehr viel. Cool. Die haben fast nichts mehr, Leute. So, alles klar. Dann. Jo. Wir werden angegriffen. Ach, Menelaus, lass das Haus in Ruhe. Tod den Heiden. Königreiche werden fallen. Was macht ihr denn da? Lasst das doch mal. So, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Greifen die Trojaner mit einer neuen Armee an. Ja gut. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir es einfach mal hier. Ja, aber ich glaube, das wird nicht gut gehen, Leute. Nein, nein. Aber nein, um Gottes Willen, lasst den blöden König in Ruhe. Oh Mann, Leute, wirklich, ihr seid so die Könige, ne? Typisch Könige, wirklich. Die wollen unbedingt auf meinen König. Das ist... Aber gut, Leute, wisst ihr was? Wir sind hier ziemlich weit... Wir haben uns hier ziemlich weit durchgefressen. Das würde ich sagen, speichere ich einfach mal. Und ja, dann würde ich sagen, greifen wir doch einfach mal an. Die Köpfe werden nämlich rollen. Genau, Leute. Dann probier das doch einfach mal. Wir sollen Troja also angreifen, ja? Aber das kann doch nicht wahr sein. Die Türme, die kriege ich nicht kaputt. Moment. Schießt der Turm auf die Könige? Ja, gut. Aber das geht. So, Leute. Macht die Türme kaputt. So, und dann hier. Los. Boah, wir haben es aber ganz knapp nur überlebt, ne? Das war wirklich eine heftige Schlacht gerade. Oh nein! Nein! Ist tot. Verdammt. Die Männer Spartas kämpfen nicht mehr. Scheiße. Alle Hoffnung auf Sieg ist dahin. Gut. Verdammt, okay. Da muss ich nochmal kurz laden. Zum Glück habe ich das gespeichert, wirklich. Gut. Alles klar. Ja, okay. Alles klar. Was kann der Prophet? Der kann nur einen Böbelsturm machen. Okay. Gut, Leute. Warum gibt es hier keine Musik? Lad bitte nochmal. Warum gibt es hier keine Musik? Ich möchte hier schon Musik bei haben. Also, so ist ja nicht. Hä? Ah, ich wollte schon sagen. So, ihr Könige, ihr bleibt bitte mal da. Irgendeiner von euch hat doch eine Heilung, oder? Genau. Irgendeiner von euch ist doch ein Heiler. Was wollt ihr? Genau. Gut, Leute. Ihr macht mal das kaputt und ihr Könige fährt mal nach. So. So, Leute. Wir sollen diese Türme hier kaputt machen, nehme ich an. Alles klar. Da macht ihr die mal... Der schießt schon wieder auf einen König, ne? Das ist... So, blöder Turm. Los, weg da. Weg damit. So. Und der König wieder. Ach, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Immer auf die scheiß Könige. Diese Türme. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ganz schön knifflig. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. So, Leute. Wir werden angegriffen. So, jetzt lasst doch endlich mal diese blöden Könige in Ruhe. Mann, Mann, Mann. So. Wo schießen sie jetzt drauf? Auch noch nicht. Okay, sehr gut, Leute. Dann hier. Leute. Alles klar. Sehr, sehr gut. Den Turm kriegen wir auch, oder? Boah, wir haben so wenig Männer übrig, ne? Das ist so heftig. Gut. Dann hier. Aufmachen. Los.
Hä, war hier nicht noch irgendwas? Ja, das dauert zu lange, ne? Das ist... Wir sollen angreifen, ne? Das ist... Ja. Wir sollen angreifen. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch mal, ne? Gleich ins Troja? Ja. Mit Agamemnon an. Ja, dann würde ich sagen... Versuchen wir mal hier reinzukommen. Gut. Das kann jetzt aber ein bisschen dauern, Leute. Das kann jetzt aber ein bisschen dauern. So, ich kann hier nichts bauen. Doch, ich kann einen Samson bauen, alles klar. Ja gut, dann machen wir das mal. So. Das ist Torheit. Die Trojaner reparieren die Mauern so schnell, wie wir sie zerstören. Unsere Aufgabe dürfte schwerer sein als erwartet, mein Gebieter. Die Mauern Trojas sind unvorstellbar dick. Direkter Angriff kann den Türmen nichts anhaben. Okay. Wir beraten uns mit Achill und Menelaus. Jetzt lass doch mal. Alle Könige Griechenlands sind anwesend. Daher frage ich, wer weiß, wie man die Stadtmauern bezwingen könnte? Ich habe eine Idee. Oh. Brauche dafür aber die Hilfe der Athene. Mhm. Auf der nahen Halbinsel Chersonesos gibt es eine der Athene geweihte Grotte. Wir müssen bei der Grotte einen Tempel bauen und um göttliche Hilfe bei der Eroberung bitten. Ah, also da oben einen Tempel aufbauen. Alles klar, dann würde ich sagen, ja. Nehme ich mir wieder die drei Bürger hier und... Moment, was war? Bauen Sie einen Tempel in Athens heiliger Grotte, um sich göttliche Hilfe zu versichern. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Transporter? Komm mal hier hin, bitte. Und dann würde ich mal sagen... Oh Mensch, diese Lecks hier. So. Würde ich mal sagen, fahrt irgendwann da hoch, bitte. Und lad den mal da ab. So. Ja, also wir sehen, die Schlacht war äußerst knapp. Ja. Der heilt sich irgendwie wieder, ne? Genau, der heilt sich, Leute. Die Schlacht war sehr knapp. Das sind die einzigen Männer, die übrig geblieben sind. Das sind die einzigen Männer, die übrig geblieben sind, Leute. Die vier Könige und ein paar Bogenschützen. Das war wirklich heftig. Gut, aber jetzt müssen wir als allererstes mal hier oben einen Tempel aufbauen. Und dann geht's erstmal wieder weiter. Alles klar. Dann würde ich sagen, der lädt die ab. Dann baust du mal hier bitte... Die Grotte ist Athene geweiht. Sie wird keine Entweihung darin oder im Umkreis dulden. Hä? Okay. Wir sollen hier einen Tempel aufbauen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier. Auf diesem Esel da. Alles klar. Würde ich sagen, speichern wir das Ganze nochmal. Spiel speichern. Ja, bitte. Bam, 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 bam. Diese Mucke ist so geil, Leute, wirklich. Bam, 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 bam. Richtig geile Mucke. Was dauert das denn so lange? Ist die Spielgeschwindigkeit oben? Ja, eigentlich schon. Okay, alles klar. So. Wir haben unseren Tempel. So, Leute. Gesegnet sei Athene. Unsere Gebete wurden erhört. Am Ufer vor Troja hat sie uns ein wunderbares Belagerungsinstrument geschenkt, das fortan Trojanisches Pferd heißen soll. Atemberaubend. Nun denn, was fangen wir damit an? Ganz einfach, Freund. Wir verstecken die besten Soldaten im Bauch des Holztiers und bringen es vor die Tore Trojas. Ist der Rest der Armee erst abgezogen, werden die törichten Trojaner unser Geschenk in die Stadt bringen. Unsere Männer kommen heraus, töten König Priamos und die Stadt ist unser. Es soll genau so geschehen. Ah, Leute, das trojanische Pferd, das kennt man ja, ne? Aus vom Hörensagen. Verdammt interessant, Leute. Okay, können wir jetzt mal... Ja, wir können. Sehr gut. Genau, Leute, das trojanische Pferd. So, was haben wir hier? Wir können ein paar Restpunkte verteilen. Aber eigentlich habe ich jetzt nichts Gutes, was ich hier... Schwertkämpfer, Nahkampf. Ja, doch, dann... Nein, nicht die Bauzeit. Kann man hier auch... Nee, kann man leider nicht, schade. Speerkämpfer, Panzerung, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Gut, Leute, wir müssen hier in dieses trojanische Pferd jo, alle Leute hier reinbringen. Das
Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich da keine Männer mehr übrig habe, ne? 7 von 20, ja, ja, das reicht doch nie im Leben, Leute, wirklich. Gut, da haben wir jetzt noch den Prophet mit drin und dann würde ich sagen, was haben wir hier? Laden Sie Soldaten in das trojanische Pferd und bringen Sie es vor Trojas Tore. Lassen Sie nicht zu, dass es zerstört wird, sonst verlieren Sie. Oh, nett. Okay, ja gut, trojanisches Pferd. Richtig cool, Leute. Wir spielen die Geschichte nach. Das ist so cool. Schaut mal. Das trojanische Pferd, also. Bam, bam, bada, bam, bada, bam. Oh. Okay. Die Tore Trojas wurden für das griechische Geschenk geöffnet. Wie kann man nur so blöd sein? Wirklich. Wie kann man nur so blöd sein? Ja, gut. Die Griechen sind fort und haben ein wunderbares Opfer dagelassen. Lasst es alle wissen. Troja hat triumphiert. Mhm. Oh Mann. Okay. Auf, Männer! Verlassen wir das Pferd und meucheln die Trojaner im Schlaf. So, was sollen wir jetzt machen? So, wir sind drin, die schlafen alle, es ist Nacht geworden. Töten Sie König Priamos und verbrennen Sie seinen Palast. Also nein, verlieren Sie, okay. Verbrennen Sie den Palast. Alles klar. Ist das der Palast? Verräterische Griechen. Ihre Gabe war ja, ja, ja. Okay, der König Priamos, der muss weg. Ach du Heilige, das sind so viele. Gut. Trojanisches Pferd, geh mal bitte weg. Ich weiß nicht, ob das reicht, Leute. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Wirklich nicht. Tötet den scheiß König Priamos. Sehr gut. Königin Helenas Entführung wurde gerecht. So. Vergesst euer Versprechen nicht, Agamemnon. Priamos Palast muss dem Erdboden gleich sein. So, den Palast noch kaputt machen gleich. Sie schänden die Tempel Trojas. So. Wird auch nur ein Tempel zerstört. Nein, 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 nein. Ja. So, alles klar, Leute. Wir machen den Palast kaputt und wir haben's. Sehr geil, wir haben's. Cool. Sehet, Sterbliche. Aphrodite, Göttin der Liebe, hat eingegriffen und Helenas Leben gerettet. Mit ihrem Gatten Menelaos wieder vereint, steht sie an der Küste Trojas. Mein Gemahl, mein König, wollt ihr mich zurückhaben? Teures Weib, die Götter haben ein tödliches Spiel mit uns gespielt. Ich strafe euch nicht für ihr Tod. Troja ist gefallen. König Priamos ist tot. Agamemnon hat seine Versprechen an die anderen Könige ehrenvoll gehalten. Die Geschichte des Trojanischen Krieges wird niemals vergessen. Oh, sehr schön, Leute. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Wir haben den Trojanischen Krieg überlebt. Oh mein Gott, das war so knapp. Das war so verdammt knapp. Wirklich. Aber wir haben gegen die Türkei gekämpft, ne? So sieht das aus. Gut, dann speichere das Ding nochmal, bevor das Spiel gleich wieder abstürzt am Ende der Mission. Und... ja, wir haben es. Wir haben Troja besiegt. Hier unten die Aphrodite. Und ja, trojanisches Pferd. Richtig cool. Gut, Leute. Pünktlich zum, auch zum Folgenende jetzt hier. Mission. Und jetzt bin ich mal gespannt. Stürzt du ab? Nein, aber da sind... so, ja. Ja, es ist kurz abgestürzt, aber ist okay. So, ja, wir haben es geschafft und in der nächsten Folge, Leute, geht es dann in Mission 4, der Aufstieg Athens. Dann haben wir schon fast die Hälfte der griechischen Kampagne und ein 16. des Spiels und ein Viertel des Spiels, sorry, geschafft. Ne, ein 16. doch. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, hoffe ich, dass euch diese Folge und die Mission gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.